Willkommen zurück bei Divinity Original Sin 2. Heute geben wir erstmal so ein bisschen Erfahrungspunkte aus und... So, erstmal auf 25 Finesse, ist auch ganz gut. Schaden reflektieren ist immer gut. Ja, nehme ich auch. Hier können wir mal wieder was Neues auswählen. Sehr gut, abgefahren. Erhöht die Reichweite von Fertigkeiten und Schriftrollen um 2 Meter. Wirkt nicht auf Nahkampf- und Greifweitenfertigkeiten. Ausreißer, erlaubt es dir, aus einem Kampf zu fliehen? Nö. Blutsauge heilt dich, wenn du im Blut stehst. Das ist ganz geil. Das nehme ich mal, das finde ich nicht schlecht. So, er hier. Auch er hat ein bisschen was. Hm. Machen wir bei dem Konstitution auf 20, 2 auf Stärke. Da haben wir 2 Führung. Ja. Beschwören, Hydrosurf, Kriegsführung. Kriegsführung 7 ist schon viel, oder? Ja, komm, dann macht er noch ein bisschen mehr Schaden. Und auch hier, er hat eins mehr. Blutsauger, das finde ich ganz geil. Heilt uns, wenn wir im Blut stehen. Das finde ich nicht schlecht. Das nehme ich mal bei jedem rein. Wenn das denn geht. So, auch sie. Finesse auf 25. Konstitution ein bisschen hoch. Wunderbar. Distanz. Von erhöhten Position. Nö, nochmal Distanz. Auch hier, Blutsauger. Cool. Können wir bei ihr auch gleich machen. Vergeltung ist halt echt geil, ne? Reflektierend einfach mal 25%, 25% Schaden, das finde ich, Alter. Es ist echt nicht schlecht. Könnte ich den anderen auch immer mal einen Punkt geben. Das ist auf alle Fälle eine geile Sache. So, weiter geht's. Oh. Da wurde jemand überfallen. Annas Stiefel. Besser als unsere. So, wenn ich den jetzt mal ins Blut stelle, heilt den, wirklich. Das ist ja geil. Brauche ich bloß ein bisschen durch Blut laufen? Und schon ist er geheilt. Das finde ich nicht schlecht. Zwergenleiche. Warte, ich helfe dir gleich, Dame. Ich will hier bloß erstmal richtig fett abluten. Oh, hier drüben ist noch so ein Quellenmagiepunkt. Ach so. So, erstmal das hier identifizieren. Oh, das geht schnell. Stärke 12. Das wäre wieder was für ihn. Ist das denn besser als eins auf alle Fälle? Plus 2 Initiative, plus 0,5 Bewegung. Jawohl. Warte, ich helfe dir gleich mit deiner Karawane. Ich nehme bloß noch das restliche Zeug von dir mit, damit du gar nichts mehr hast. Alter, lass. Nimm doch nicht alles mit, was hier rumliegt. Echt jetzt. Hau das wieder weg. Da ist eine Truhe. Ich will wissen, was da drin ist. Hau jetzt die Truhe hier weg. Kann nicht sein, dass die nicht aufgeht. So, Kohle her, Ölfläschchen,
Eine schöne Einhandaxt, meine Güte. Wäre das was für ihn eventuell? Auf alle Fälle. Alter, ey, krass. Boah. Der macht eine ganze Menge Schaden. Can't be true. Hey, Zwergenkriegsjungfer. White as driftwood salt, the dwarf flinches at your approach, yet she holds a short, clean blade aloft. Her fierce stance can't hide the trembling of her fingers. Back, back, Magister, I'll kill you, just like the rest of them. Mit erhobenen Händen sagst du ihr, sie soll sich beruhigen, du bist kein Magister, sondern genau das Gegenteil. Du blickst auf das Blutbad um dich herum, sagen, dass du daran zweifelst, dass ihr kleines Messer das alles angerichtet hat. Deine Waffe zücken, du lässt dich nicht so einfach bedrohen. Du weist langsam mit erhobenen Händen zurück, du willst keinen Ärger. Nö, das Erste. She slumps, all bravado draining from her. No, 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 no. I've never seen anything like those beasts before. Are they gone? Bestien? Meinen Sie die Lernwachten? Those? Yes. Worst ones I've ever seen. Ripped through the Magisters. The Dwarves. Dead. 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 And the Sorcerers. Sorcerers. Gone. Quellenmagier? Du siehst keine Leichen von Quellenmagiern. Fragen, was mit ihnen passiert ist. Her eyes stare vacantly into the distance, glassy as marbles. It's not cold, yet her shivering is relentless. I don't know. I don't know. Old Duna's beard. Lohar. My boss Lohar will want to know what happened to them, but I can't remember. Hm. Fragen, was sich hier für diesen Boss Lohar tut. They're helping sorcerers. We thought we could help them against the Magisters, but... Eine Augenbraue heben. Sie kann sich doch sicherlich noch erinnern, was mit diesen Quellenmagiern passiert ist. Ihr versichern, dass sie jetzt in Sicherheit ist. Genau. She flinches at the slightest rustle of wind through the long grass. Terror in her eyes. She stumbles away from you. Ja, muss ja wirklich was Böses passiert sein. Renn doch nicht weg. Tja, Mädchen, selber schuld. Voller Gift. Moment mal. Auf der Einheit würde ich schon ganz gern erstmal in das Städtchen Treibholz, aber da liegt doch noch mehr rum. Ah, oder auch nicht. Jetzt denn hier drüben hin? Halt. Baron Prut. Was so? That doesn't sound promising, does it? Ma, can you hear me? Makes my bones itch. The little boy lobs a stone across the river. It makes a long arc before plunging into the water below. Können mit dem handeln. Er hat einen Dietrich dabei. Oh, Ma. Are you alright? Ma. Zusammengekniffen über dem Fluss blicken und nach der Mutter suchen. A screech like metal dragging on stone grinds from across the river. You have to help her, please. You can't see her. She's in the house, and those things are all around. Void things. In Fragen, wie er von seiner Mutter getrennt wurde. We were on our way into town, like normal. There was a fight. Some dwarves attacked some magisters, and there were sorcerers too. And then the books came, those void things. They killed everyone. And my ma got them to chase her. And she went across the bridge, and then she raised the bridge, and she told me to run,
And now she's stuck over there with them. Ihm sagen, dass ein paar Kiesel die Lernwachten nicht aufhalten werden. Ihm sagen, dass seine Mutter ihn durch das, was sie getan hat, nur beschützen wollte. Er sollte Schutz aufsuchen, wie sie gesagt hat. Not without Ma. Family doesn't just leave each other. Ja. Sagen, dass er sich keine Sorgen machen soll, du wirst seiner Mutter helfen. Sagen, dass er noch sterben wird, seine Mutter würde wollen, dass er in Sicherheit ist. Ja, das Zweite. If those things get to Ma, they can get to me too. Are you going to help me? Sagen, dass was, dass du tun wirst, was möglich ist, wenn es nicht schon zu spät ist. It isn't. Ma's in our house across the river. The bugs haven't gotten in yet. I know she's inside. All you need's a way across. Ma lifted the bridge, but there's got to be another way, right? Sagen, dass du einen Weg finden wirst, wenn es einen gibt. Und wenn es keinen gibt, schaffst du einen. Zum Fluss hinunterblicken, die Strömung scheint ruhig. Ihm sagen, dass du dein Bestes tun wirst. Dicken ihm sagen, dass du dich umsiehst, weggehen. Nö, das Erste. Yeah, yeah. You'll make one. And I'll... His gaze shoots to the ground. He grabs a small flat pebble and chucks it across the river. Again... I'll keep distracting him. Anmerken, dass die Lernwachten seine Anwesenheit nicht wahrzunehmen scheinen. Deshalb sollte er damit einfach weitermachen. Darauf bestehen, dass er zurück in die Stadt geht. Sagen, dass du seine Mutter zu ihm schickst, wenn er in Sicherheit ist. No way. Ma didn't leave me. I'm not leaving her. He performs a divine order salute. Now go help Ma. Soll ich denn der Mutter helfen? Machen wir später. Wir gehen jetzt auch erstmal in die Stadt. So. Oh. Ach, wie nett. Bienenstock. Welcome to Driftwood. Get yourself in check, boy. I won't have you running off like Millicent and Tully. You'll just end up sliding down some Void Vulcan's gross gullet, piece by piece. The older-looking Magister notices your presence. He wipes his grubby hands downward across his greaves, as if to wipe away the grime, but instead smears more dirt onto them. Halt! What word do you bring? Oh, so vornehm. Ihm sagen, dass du eine Hiobsbotschaft zu überbringen hast, tote Magister und Zwerge bei einer zerstörten Karawane außerhalb der Stadt. Sagen, dass du kein Kunde bist. Achso, dass du keine Kunde bringst. Du bist nur auf der Durchreise. Ihn fragen, welche Kunde er meint. Word of battle. Word of our Magister brothers and sisters. What can you tell us? Ihm sagen, dass du keine lebende Magister gesehen hast, nur ihre sterblichen Überreste. The younger one's face goes pale and his eyes widen. The other remains stiff, as if bracing himself against an unseen wind. The Void Woken come. Hush, Vader. You may pass, traveler. Dare say you'll be aching to leave before long anyway. But before you do, find Raymond, the White Magister. He'll want to know what you've seen. Raymond. Be quick, mind. He's set to sail any moment. He nods his head in the direction of the bridge, but offers no other instructions. As long as you stay put, you'll be safe. Are you sure? Them sorcerers from the caravan? They'd be dark to come back. But as long as there's no sorcerers. Willkommen in Treibholz. Ich meine, man hätte es auch einfach Driftwood lassen können, ne? Ah, jetzt wird doch das Wetter wieder schön.
Let's find out if looks deceive. Muscheln. Weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Muscheln möchte. Oh, hier dürfen wir nicht. Ab hier wäre es wieder Diebstahl, angeblich. Reittiere gibt's nicht, ne? Nee, glaube ich nicht. Händler Ovis. My word, but you do look exhausted. I bet you could use a touch of magic. Mhm. Blendende Strahlen. Lege blendende Strahlen für eine Runde fest. Kettenblitz. Aerotop 3. Verschießt einen betäubenden Blitz, der sich in einem Radius von 8 Meter bis zu 8 Mal aufspaltet und bei jedem Ziel 39 bis 42 Luftschaden verursacht. Schaden basiert auf der Stufe und erhält Bonus für Intelligenz. Das, 1400. Boah, du Abzocker, Junge. Okay, was haben wir noch? Aerotok 2? Hat die echt bloß Aerotok 1? Ich raff das immer nicht. Okay, na gut. Betäubungsbolzen. Unheimliches Ausweichen. Günstige Winde. Elektrische Entladung. Ich bin immer eher offensiv und ich nutze selten defensive Sachen eigentlich. Wenn, dann versuche ich immer Schaden rauszuhauen. Täuschung, Tauschhokuspokus. Druckstachel. Kanonierpflanze. Geomant 1 haben wir nicht. Pyrokinet auch nicht. Polymorph auch nicht. Yep, yep. Eine Trankmischerin. Good day to you. I'm all right, as long as I don't think about it too much. Ein normaler Heiltrank. Ich nehme mal einen mit. You're safe among friends. Danke. Never forget it. Calm as a coiled spring, help. Okay, das ist bloß so ein stiller Beobachter. You need any supplies? I'd stock up if I were you. Sie hat das richtige gute Zeug. Ah. Warte mal, Sibylle hat doch auch wieder ein bisschen Kram, was wir verkaufen können. Brauchen wir den Sturmbringer noch? Nekromant, Nekromant 1. Sibylle hat sogar Nekromant 1. Erhöht die physische Rüstung um 42? Für jede Leiche in Reichweite nochmal 42. Für drei Runden. Ey, das finde ich gar nicht so doof, muss ich sagen. Das kann die eigentlich ruhig mal erlernen. Knochenkäfig. Knochenwitwe erwecken. Lässt einen Knochenhaufen auferstehen und wandelt. Und wandeln. Der Leiche verzehren kann, um Lebenskraft zu regenerieren und eine Schadensverstärkung zu erhalten. Oh. Todeswunsch. Schwören. Ach, Hydrosoph hat ja, hat sie hier. Achso, nee, lass mal. Heilritual. Hydrosoph 2. Ja, gleich das erstmal aus. Danke. Heilritual, das ist nicht schlecht. Das würde ich direkt mal mitnehmen.
Ein paar Dietriche nehmen wir mal noch mit. Man weiß ja nie. Hochwertige gepeinigte Seele. Da haben wir sogar eine. Hey, geil, danke. Until later, then. Heilritual, cool. So. Mal ein bisschen geordnet. Na, ja, nicht schlecht. So, wen haben wir hier noch? Ach gut. Der hat wahrscheinlich ein bisschen was zu futtern hier drüben, ne? Well met, friend. Interested in Driftwood's finest catch? Gut. You look down at the cart and see fish with flaking scales, tumors and, in one case, three heads. Have it your way, mate. Oh, hier drüben wird's interessant. Waffen. War's a brewing, my friend, and I'll stand by your side. But prices will go up, even for one of our own. Buy now and buy often. Then don't come over. Not like you're buying anything. Hier wäre was für Sibylle dabei. Ballistischer Schuss. 5% Bonusschaden pro 1 Meter Abstand zum Ziel. Das finde ich ganz geil, muss ich sagen. Erste Hilfe. Oh ja. Also ich finde das schon mal beides nicht schlecht. Sperrfeuer. Feuert mehrere Pfeile auf 3 Ziele deiner Wahl ab. Von denen jeder eine ganze Menge Schaden verursacht. Naja, oder so mittelprächtig Schaden. Was kostet das? 400? Niederhalten. Verkrüppelt den Zielcharakter. Auch geil. Oh, die braucht mehr Gedächtnisplätze. Reaktiver Schuss. Wähle einen kreisförmigen Zielbereich aus. Bis zur nächsten Runde schießt du automatisch auf die ersten 3 Gegner, die sich in diesem Bereich begeben. Ja. Himmelsschuss. Du springst vor dem Schießen in die Luft, um Schadensboni zu erhalten. Diese Fertigkeit erhält unabhängig von der Höhe Boni für erhöhte Position. Taktischer Rückzug. Die können wir uns wegteleportieren, das ist auch nicht schlecht. Oh, nicht schlecht. Oh, 4 Sachen für sie. Das ist echt geil. Oh, geil. Ah, ein paar schöne Sachen hat er wieder. Skalpell, der ist lila. Legendär. Ah, okay. Boah. Plus 7% Lebensabsaugung. Vernichter. Oh, geil. Oh, geil. Ich überlege, ob ich den Bogen einfach mal mitnehme. Wir sind ja noch eine Weile hier. Ich nehme erstmal das mit. 2000.
Ich könnte alles sogar lernen. Das hat gerade so gepasst mit den 8 Plätzen. Geile Sache. So, das hier nehme ich sowieso irgendwie nie. Das kommt hier schon mal weg. Elementarpfeilspitzen. So, geil, geil. Die könnte direkt alles nehmen. Ey, super. Stadtschreier. Ja, hatte ich mit der schon hier? Eine Hand auf das kunstvolle Mosaik ihres Fundamentes legen. Your touch creates a ripple across the mosaic, as if it were water and not stone. A comforting warmth spreads through you, starting at your fingertips. Ich überlege noch wegen den Waffen, ob wir uns dann nochmal einfach neue Waffen kaufen können. Ja, schon. Huch. Sagen, dass du nur zufällig vorbeikommst und keinen Ärger willst. Die Magisterin herausfordern, wer sie ist, dir Fragen zu stellen. Ja, muss erstmal gucken, was die so hat. Nichts hat sie. Nichts. Wer bist du überhaupt? I'm someone investigating the disappearance of 4 magisters. There's a sorcerer stalking these streets, an affront to our order. Several brothers have gone missing. Now tell me, have you seen a man in a grey cloak, grey beard, carrying a satchel perhaps? Grauer Mantel, grauer Bart, Beutel über die Schulter. Lächeln und sagen, dass du das Vergnügen noch nicht hattest, aber ihnen mitleiden wirst, wenn du ihn findest. The Magister's eyes narrow and her lip curls as she assesses you. It's vital that you report anything unusual. We must know. Is that clear? Ja, alles klar. Grauer Mantel, grauer Bart. Graubart. Hier stinkt alles oder was? Oh Leute, räumt doch mal auf. Hier liegt überall Fisch rum. Hier. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ein widerliches Dorf. So, da unten. Mit ihm sollen wir reden, Magister Raymond. Machen wir aber erst in der nächsten Folge. Da hängt wieder ein Hai. Und ja, bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.